Flame, Rabadons. Ja. Glaube, dabei bleiben wir auch. Ich meine, Sonias wären not bad hier. Theoretisch. Gegen Vi, Akali. Aber. Wenn die mich ulten, bin ich happy. So. Das ist jetzt keine Tragödie für mich. War einfach ein schlechtes Play, leider. Also ich habe jeden Q getroffen, es war trotzdem losing, ne? Schöner, schöne Adaption von unserem Bro hier. Der Farm ist so anstrengend mit Karthus. 2-0 Kane Start, nehmen wir mit. Freezing Lane, Solo Kill. You love to see it. Ist sehr gut für Kane, ja. Ich habe lange keine Kanes mehr gesehen, die useful waren. Also ich glaube, der Champion ist halt leider relativ garbage gerade. Die Fiora pusht die Wave. Ja, der Kane muss jetzt einfach... Ja, das Game war das nur mal mit dem Lead, ne? Also das ist Mitte, wir chillen einfach. Ich glaube nicht, dass du die contesten kannst, die Krabbe. Ich möchte diese Wave hier nicht abgeben, Bruder. Carlos Stars ist einfach so ein Krampf, wirklich. Das muss man einfach studiert haben. Ich glaube nicht, dass das was wird hier. Okay. War aber ein guter Versuch, würde ich sagen. So, so, Länder sind leider nicht ganz so online. Stück leider. Oh, schade. Dass er da zwei Tower Shots kriegt, ist frech von Riot. Keine Fragen stellen jetzt, keine Fragen stellen. Power Diver, meine Freunde. Da oben. Da haben wir Angst gehabt, das Kammer Top roamt hier. Unser Kane ist Level 4.
Trinkwort. Ich hasse Toplaner. Ich hasse Toplaner so sehr. Die wird move. Oh no. Bis Bikina dive. Also es ist hundertprozentig worth da zu diven, aber natürlich doof, dass wir da noch sterben. Ne? Ich hab Ult jetzt ab, ich würde die auf jeden Fall gerne für Top irgendwie investieren. Das Ding ist, ich bin halt gut im Game. Ich könnte jetzt auch ins Game gehen mit dem Gedanken, ich carry das, aber ich weiß, dass ich nicht gut genug bin auf Karthus, um so ein Game zu carry, das ist das Problem. Also, ich bin gut auf Karthus in dem Sinne, ich mache mein Damage, ich bin useful, ich bin dabei, aber ich carry keine Games auf Karthus, das werdet ihr nicht von mir erleben. Dafür bin ich nicht. Dafür ist mein Karthus nicht clean genug. Halt Ulti, ne, aber. Wir sind natürlich auch nicht wasten. Ich werde die ganze Zeit 1 für 1. Weiß nicht, ob das so worth ist. Ah, das ist safe worth. Der verliert halt auch schon wieder Farm so. Ich habe halt keinen guten Reset. Ich sehe hier einfach, glaube ich. Also macht wirklich keinen Sinn für mich hier Base zu gehen gerade. Komm ich mit einem Buch wieder. Es wird halt 4 Kills, ne? Obwohl er gedived wird die ganze Zeit. Top Lane, let's go. Fucking Karma schon wieder top. Q doch einfach direkt für Top Lane. Wenn du lieber Top Lane spielst als Bot Lane, was ist das? Auf
Jo, ich bleib mal Botlane. Ein recht unspektakuläres Lane-Game schon wieder hier. Wird am Drake sein, Levi. Der Pantheon verliert einfach Lane so. Ich habe keine Assist gekriegt, was ist das denn? Ich hab meinen Ken gemisst für diese Ult. Der Ezreal hat 6 Kills, alle 6, weil der Kayn einfach auf Cooldown in ihn reinrennt und ihn füttert. Das ist crazy. Alle 6 Kills, einfach nur von Kayn, der in ihn reingespielt. Ne, 5 Kills. Aber hat er mich gut ausgetanzt. Boah, 20 Gold für die Andris. Deswegen hasse ich eigentlich Karthus zu spielen, in genau solchen Situationen so. Solche Situationen sind immer so awkward. Es ist immer so eklig zu spielen. Hat sogar einen Shutdown bekommen. Naja, der SW ist super fett jetzt. Gucken, wie viel er gegen unsere Comp machen kann. Die 7 Killer Kali macht mir auch immer ein bisschen Sorgen. Und tot. Karma no Flash. Okay, er ist 4 tot, das stimmt. Das ist schon ja so ein weirdes Game, ne? Jeder ist einfach überall die ganze Zeit am Sterben. Man nimmt noch Tilt First Blood, Bruder. Ist doch legit Tilt First Blood. Ich gehe Top Lane, die Wave nehmen. Wird hier wahrscheinlich gekillt, aber da defende ich den Tower. Bekannt. Ich werde gar nicht versuchen, die Fiora mit Q zu hitten. Ich will einfach nur die Wave nehmen. Macht mich nur sauer, wenn ich es probiere. Ja gut, jetzt kann ich es machen, weil sie mich eh zone. So. Ich kann niemanden Q'en außer die Fiora, aber ich kann auch nicht die Wave. Also, wenn die Fiora mehr als einen halben Mausfinger hat, dann kann sie jeden einzelnen Q von mir sehr easy dodgen. Oh. Ah, Noob. Ich werde nicht flippen. Jax ist schon wieder tot. Muss auch top bleiben, ne? Jetzt ist die Karma schon wieder hier. Ich krieg zu viel, wirklich. Ich kann nicht ulten. Ich habe einmal zu viel gecued. Ey, das macht wirklich Bock, das Game. Das ist wirklich enjoyable. Ich glaube, ich hätte sie gekillt, wenn ich meinen Ulta durchgekriegt hätte. Und der Karma-Damage aber auch, ne? Ihr dachtet da gerade, die Fiora hat mich gekillt. Ne, ne, die Fiora war auch dabei, aber die Karma hat mich einfach gekillt. Ja, schon wieder überall die Karma. Karma ist überall. Und Nautilus ist nirgendwo. Ja, trotzdem, wenn ich da einfach Ulte stirbt, die Fiora wahrscheinlich. Das Problem ist, ich musste den letzten Q noch hitten. Sonst stirbt sie nicht, aber durch den letzten Q. Ne, Perry hat sie ja geused. Durch den letzten Q konnte ich nicht mehr ulten. Das war so eine. So ein kleines Dilemma.
Das realisiert natürlich der Jax nicht, weil der Jax drückt nur Tab und sieht, oh, mein Ult ist ready. Zu häufig auf die Minimap gucken, ne? Ich sterbe die ganze Zeit einfach nur, weil Karma in der Nähe ist. Weil ich keine Map-Awareness habe gerade. Ich konzentriere mich so sehr darauf, einfach nur Katos Qs zu treffen, dass ich wirklich absolut zero Map-Awareness habe. Ich sollte mir schon noch die Midlane-Wave von dem Geist, ne? Das ist schon relativ. Can we win this though? Geht einfach mal. Da habe ich mich sehr aktiv mit meinem Körper gebetet. Aber es kommt der Punkt, an dem der Jax nochmal gegen Fiora spielen kann. Zwei können mich hier ulten, Akali können mich hier ulten. Sehr hart chillen. Ist krass, dass ich Most Farm in-game habe, wo ich locker schon. Ich habe 30 CS einfach nur gemisst. Hat Gold für ein übergroßes Ding. Die Midlane Wave kann ich jetzt nicht mehr annehmen. Die Midlane Wave annehmen, bin ich instant tot. Nur ein bisschen im Herzen weh, aber was soll ich machen? Den kennen nämlich. Wenn ich dafür sterbe, ist okay. Oh. Dass ich da sterbe, ist schon frech, Alter. Fiora ist wirklich ein Bastard-Champ, Alter. Sie kann mich einfach im 1 gegen 4 aus meinem Team rausfilettieren, Alter. Ah, holy shit, 4 zu 1 Trade, super huge für uns. Das in einem 3 gegen 5, ne? Ja, oh, der ist. Au! Ah! Scheiße. Ja, fast Triple, aber irgendwie dann auch wieder nicht, ne? Da hat noch ein bisschen Bums gefehlt, aber jetzt habe ich Shadow Flame. Auf einmal sieht das Game wieder winnable aus, ne? Oh, gut, ich meine, am Ende des Tages. Mein Plan war ja, zu sterben und Damage zu machen. Das schaffe ich. Also in so einem Game muss man sich halt schon anstrengen, als Karthus nicht useful zu sein. Ich bin Single AP gegen super viele Melees. Also da muss man Karthus halt wirklich nicht sonderlich gut spielen können. Frage ist, ich glaube, er nimmt den Blue Buff. Ich glaube, ich brauche den gar nicht, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass ich Sonias gehe. Also ich glaube, wenn ich sterbe, bin ich fein. Ich will einfach so viel Böller-Damage machen wie möglich. Und die Gegner können auch keine MR kaufen, geht nicht. Jo, wie hat denn das getroffen? Ich habe auch einen ganz komischen Winkel gehabt hier. Und auch sieht das Ult ready, theoretisch, ne?
Schon ein bisschen frech, dass der SUD Wave so nehmen darf. Aber wir verlieren Nash, wenn wir Bot gehen. Wir müssen den Herald halt trotzdem defenden. Hier killen, glaube ich, oder? Ich glaube, wir brauchen Pantheon-Ult. Es ist einfach. Wir spielen fucking Katus gegen den Champion, der 2 Sekunden cool auf dem Permadash hat. So mega enjoyable. Boah, konsequent. Ja, ganz ehrlich, wir sollten den einfach nicht machen, den Drake. Darf ich die Midlane Wave nehmen? Ist ein bisschen greedy, aber dann habe ich. Eigentlich will ich den Drake machen und mich dann verpissen. Lass gucken, dass die nicht Nash gehen, die Gegner. Also die sollten jetzt Mitte auspushen und den Nash reinmoven, hundertprozentig. Aber ich glaube, wenn die Nash machen, dann pentakill ich die mit dem Nash-Debuff und meiner Ult. Ja. Damage von denen ist jetzt nicht der höchste. Ich werde da einfach so rein. Ich werde da so gottlos rein. Flashen. Tschüss. Nee, Sonja, das ist doch aber Cheaten. Das ist doch Quatsch. Warum denn? Nee, das zählt nicht. Bin ich unfair. Bin ich ehrlich. Ich glaube schon, dass wir den Jax brauchen. Schon relativ wichtig. Nee, nicht in Time. Also Ult Care. Reicht nicht. Also ist auch noch tot, Lul. 230 auf unserer Dingens. Wieso ist der eigentlich 710, der Ezreal? Wait, in Chonky ist der nicht in der Tierliste über mir? Das müssen wir da nachgucken gleich. Das müssen wir gleich nachgucken. Wenn der in der Tierliste über mir ist, bin ich sauer. Dann bin ich sauer. Ja, wir sollten hier nicht mehr Base gehen. Ich habe 15 Ult, also ich will jetzt nicht sterben, bevor ich Ult habe. Das wäre auf jeden Fall sehr nice. Ja. Erinnert ihr euch, was ich gesagt habe? Was war denn bei ihr los gerade? Also Fiora macht den Move und sagt sich dann, na, Top Lane kann leider nicht carryen. Oh, wo ist sie hin? Lol. Scheiße! Wo kam die Akali her?
It's bad. Moin Max, was geht, was geht? Können wir enden? Ja, Vayan 5. Das war ein bisschen unglücklich. Das war ein bisschen irgendwie. Ich glaube, jetzt gehen wir Sonyas. Ja. Jetzt habe ich Rabadons, jetzt kriege ich keine Ult mehr raus. Das ist natürlich. Das ist natürlich eine Tragedy. Ja, wo ist das? Ah, die enden. Ich kenne gar nicht mehr. Gut. Na gut, GG. Hat der Pantheon sich nochmal gut gefangen, ey. Der war ein bisschen am Green.